Welcome App Germany, ein Projekt der gemeinnützigen IT-Hilft GmbH. Telekommunikation in Deutschland. Das Telekommunikationsnetz ist in Deutschland gut ausgebaut. Fast überall sind Festnetzanschlüsse verfügbar, dasselbe gilt für Mobilfunknetze. Auch kostenfreies Internet über Wi-Fi-WLAN wird an immer mehr Orten angeboten. Neben privaten Haushalten haben auch öffentliche Gebäude einen Festnetzanschluss. So sind beispielsweise Behörden während ihrer Öffnungs- oder Sprechzeiten telefonisch erreichbar. Zudem gibt es öffentliche Telefonanschlüsse in Form von Telefonzellen. Dort kann man gegen Gebühr, die bar oder mit Kreditkarte bezahlt wird, telefonieren. Dasselbe gilt für Call- oder Phone-Shops, in denen gegen eine entsprechende Bezahlung telefoniert oder das Internet genutzt werden kann. Hier gibt es oft spezielle Angebote für das Telefonieren ins Ausland. Auch besondere Dienstleistungen wie der Versand von Dokumenten per Fax, E-Mail etc. können in Anspruch genommen werden. Internetcafés, die oft in den Call- oder Phone-Shops zu finden sind, stellen den Internetzugang gegen Gebühr zur Verfügung. Es ist sinnvoll, vorab die Kosten zu erfragen, da die Nutzung teuer sein kann. In Deutschland stehen drei große Mobilfunkanbieter zur Wahl: Telekom, Vodafone und O2. Darüber hinaus gibt es viele Reseller wie Alditalk, Base, Kongstar, Mobilcom, Ortel etc. Zur Nutzung des deutschen Mobilfunknetz ist in entweder der Abschluss eines Vertrags oder der Kauf von Prepaid-Karten notwendig. Für einen Vertragsabschluss ist ein Ausweis und ein Bankkonto nötig. Prepaid-Karten kann man in vielen Geschäften und Tankstellen gegen Bargeld erwerben. Sowohl für Mobilfunkverträge als auch zum Kauf von Prepaid-Karten sollte man nur zu offiziellen Geschäften gehen. Von unbekannten Quellen oder gar auf der Straße sollte man hier kein Geld ausgeben oder etwas unterschreiben. In Wi-Fi-Netzwerken sollten Sie sich nur anmelden, wenn Sie den Anbieter kennen. In öffentlichen Netzen sollten Sie sich nur für normales Surfen anmelden. Die Eingabe von Passwörtern und geschäftliche Vorgänge sollten Sie hier vermeiden. Notrufe sind in Deutschland von jedem Telefon kostenfrei. Auch mit Smartphones können Notrufe ohne Entsperren getätigt werden.